Salve a tutti, guten Abend. Bevor ich hier mit dem Film anfange, oder mit der Analyse anfange, muss ich das hier sagen. Für morgen war geplant, dieses Live-Trading-Event. Ich selbst werde da nicht teilnehmen. Ich kann nicht. Ich habe mir drei Rippen geprellt und mir fällt das Atmen richtig schwer. Ich halte das keine zwei Stunden durch. Ich werde vertreten vom Frank Soleder. Vielen Dank dafür. Frank ist einer meiner, oder ist der absolute Vorzeigeschüler von mir. Der eine oder andere kennt ihn auch schon vom Börsentag München. Der analysiert genauso wie ich. Und da habt ihr viel Spaß bei. Den Zugangscode gibt es bei Active Trades. Und ich glaube, der Frank ist dran von 12 bis 2. Und Christopher und Ronny machen also den ganzen Tag da Geschichten. Und ich glaube, das wird ganz spannend morgen. Also ich bin da leider nicht dabei, aber es wird stattfinden. So, jetzt habe ich ja neulich ein Webinar gehalten bei der Börse Frankfurt und da hatte ich auch den Trader Wingman erwähnt. Ich zeige euch jetzt nur mal, was hier passiert mit den Einstellungen, die ich gemacht habe. Das sind die Ergebnisse, die ich heute habe. Vielleicht müsst ihr mal den Bildschirm anhalten dann hier und da, dass ihr die verschiedenen Werte hört. Short, 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 short. Hier, Royal Caribbean, das ist die einzige Aktie. Ja, da hatten wir also am Anfang des Jahres, hatte ich da mal drüber gesprochen und dann hatte ich auch so einen Tourismusfilm gemacht. Neues 52 Wochen hoch. Canopy war auch Teilnehmer von diesem Webinar. Erneutes 52 Wochen tief. Vergesst den Rotz, das ist Liebhaberei. Short, überall Short, Short, Short. Hella, das war eine Unterstützungslinie. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da durch sind oder nicht. Ich gucke jetzt auch nicht drauf. Ich will euch einfach nur zeigen, alles, was ich hier habe, ist merkt 52 Wochen tief. Da ist nichts von positiv, außer eben Caribbean, Royal Caribbean oder hier die Unicredit. Die Banken haben heute insgesamt ganz gut gefallen, also mir zumindest. Und das ist in Ordnung, aber auch hier Daimler Truck, so Geschichten. Der Markt ist reif, das behaupte ich nach wie vor, für einfach mal Atem holen. Und damit kommen wir zum DAX. Das hier ist der Aufwärtstrend, den wir haben vom 3.10. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und da sind wir dran. Nur, dass ihr wisst, wo diese vertikale Linie herkommt. Ich bin ja kein Freund, das habe ich oft genug gesagt, von diesen vertikalen Linien. Ich mag mehr die horizontalen. Wir sind, ich hole es mal ganz nah ran, wir sind sowohl unter diesem Trend, und da ist echt die Frage, wie spitz ist der Bleistift, den müsste ich eigentlich hier sogar noch ein bisschen runterziehen. Wir sind, aber egal wie, wir sind unter diesem Trend. Wir haben auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt und sie auch leicht unterboten, die ist bei 16.039. Wir sind kurz davor, dieses Gap hier vom 9.6. zu schließen, das ist bei 15.951. Da haben wir noch 70 Punkte Platz. Aber das ist in Spuckdistanz. Das nächste wäre dann dieses hier vom 1.6. Da war der Schlusskurs bei 15.853. Mir sind diese Linien hier wichtiger. Jetzt kommt aber zu der Verbindung 20-Tage-Linie und Aufwärtstrend, vertikale Aufwärtstrend, kommt noch Folgendes hinzu. Ich will es zumindest mal gezeigt haben. Wie gesagt, das macht jeder anders. Ich mache es so, vor allem im kurzfristigen Trading, dass ich auch hier bei den kurzen Wellen die Fibos anziehe. Bei 16.030 liegt das 50er Retracement von dieser Bewegung. Die nächste Unterstützung ist das 61,8er. Jetzt mache ich es mal weg. Das ist ganz wichtig, weil, Moment, löschen. Wir hier vom Chart her bei 15.913 schon einen sehr wichtigen Punkt haben. Das ist der letzte vom Schließen von dem Gap vom 1.6. bei 15.853. Wir sind, jetzt mache ich es wieder ein bisschen breiter, damit man es besser sehen kann, über die Tagestechnik ganz klar negativ. Hier ist nichts positiv, hier ist es negativ, lang, kurz, kurz. Hier ist es negativ über die traditionelle Sichtweise. Wir sind weiterhin negativ über den Oszillator. Also ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Tagen oder sagen wir mal bis Freitag einschließlich eher nochmal hier unten was suchen. Meine Meinung ändern muss ich erst, wenn wir das letzte Zwischenhoch vom 16.06. oder vielmehr das All-Time-High sogar
bei 16.436 mit Schlusskurs überbieten. Da muss die Meinung ändern. So habe ich aber auch gleich die Putz gelegt. Ich habe auch neue Putz genommen. Nichtsdestotrotz ist er für mich jedoch recht wackelig. Und ich sehe nach wie vor keinen Grund zu kaufen. Richtig Sorgen machen würde er unter 15.625. Ja, das ist dann, das darf er, also sollte er nicht machen. Ich rechne damit, dass er es macht bis September. Ich bin nach wie vor super skeptisch hier. Aber fürs kurzfristige Handeln ist das auf jeden Fall so eine ganz, ganz wichtige Make-or-Break-Line. Was mich überrascht hat heute im positiven Sinne, ist, dass der DAX mit seinen minus 0,5% sich doch erheblich abhebt von zum Beispiel Nasdaq minus 1,4% oder Dow Jones, ne, der ist fast unverändert, aber sorry, das ist ja schon fast das ganze Jahr. Also in einer breiten Range handelt der hin und her. Aber Nasdaq legt halt heute mal, der Paul hat gesprochen, sagt, er rechnet mit weiter höheren Zinsen. Ja, warum soll er es auch senken oder gleich lassen? Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Aber heute haben wir also auch viele Werte aus dem Nasdaq, die deutlicher fallen. Eine Tesla minus 4%, die Nvidia minus 3%, was haben wir sonst noch? Netflix minus 2,5%, Meta Platforms 2%, Alphabet 2%. Also, und die Werte haben sich alle eine Pause verdient. Ich sehe nach wie vor keinen Grund, hier long zu gehen. Ich kann verstehen, wenn einer Angst hat, short zu gehen. Das kann ich voll und ganz verstehen. Ich mache das auch immer nur für 150 oder 200 Punkte. Mehr mache ich da nicht. Ich glaube, der Markt ist noch nicht reif für diese Bewegung, die ich erwarte, bis runter 13.800. Noch nicht. Grundsätzlich habe ich die gleichen Scheine gelassen wie letzte Woche. Und das ist das falsche Bild. Moment, da muss ich ein anderes nehmen. Das ist falsch. Das hier ist das Richtige. Entschuldigung. Ich habe nochmal jetzt sogar noch einen dritten Put dazu genommen. Und zwar hier 16.499. Der liegt also deutlich knapper als die 722 oder die 976. Ich weiß, es gibt bei euch immer mal wieder Leute, die hätten gern ein heißeres Teil. Also 16.499 ist momentan ein Hebel von 31. Die GZ8 UH0, da sind wir also relativ knapp hinter diesem All-Time-High. Nochmals, ich gebe nicht so viel auf die vertikalen Linien. Mir sind die horizontalen wichtiger. Dieser Bereich zwischen 16.000 und 16.039 ist ein wichtiger Support. Das ist eine ganz, ganz wichtige Marke. Nochmal aus diesem Vertikalen drin und der 20-Tage-Linie und dem 50er-Retracement. Das sind also drei Gruppen von Händlern. Und die gucken natürlich dann da drauf. Wenn drei Gruppen da einen Punkt haben, sollte das erstmal ein bisschen halten. Und meistens wird sowas dann gebrochen über Nacht. Ich wünsche euch morgen bei dem Webinar ganz viel Spaß. Und ansonsten ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.